Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Zu zweit, allein. Naja. Wie soll es auch anders sein? Oh, war das ein schöner Reim. Oh mein Gott, jetzt sitzt er mal hier. Aber eine schöne Hütte. Gibt's hier keinen? Yes, grüß dich. Guten Tag, Herr Schreiser. Gehen wir durchs Fenster rein und lassen die Tür unsere Behausung. Offen? Ja. Oder? In du schlägst links ein. Okay, dann... Ja, einfach. So. Die Sleeper-Zombies. Ja, wir haben in der letzten Folge gesagt, bis morgen, weil wir haben Folgendes vor. Die letzte Folge, die erste Folge, ist so eine Einstiegsfolge. Die ist jetzt ein bisschen länger gegangen als geplant. Wir wollen Folgen machen, die 15 bis 17 Minuten gehen. Oder so, sagen wir mal 17 Minuten rund. Also der... Hast du mich gerade... Ah, da kommen Zombies. Ja. Alter Vater. Okay. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, die spawnen ziemlich plötzlich. So. Schwester Esther. Also wir wollen täglich Folgen bringen. Deswegen machen wir kürzere Folgen. Also statt viermal die Woche wollen wir halt täglich Folgen bringen. Deswegen sind die Folgen halt nur 15 Minuten oder mal 17 Minuten. Der Vorteil ist für euch, ihr habt täglich eine Folge 7 Days to Die. Ich kann nicht looten, wenn ich voll bin. Das ist unser voll. Wir gucken mal hier oben, oder? Ja, könnte auch noch was sein. Nee, also hier liegt keiner draußen. Dann Tür einschlagen oder Wand einschlagen? Tür. Zu zweit geht das gut. Okay. Deswegen machen wir kürzere Folgen, damit wir täglich für euch was bringen können. Jawohl. Es ist einfach eine Win-Win-Situation. Wir können mehr aufnehmen, mehrere Folgen und ihr habt einfach täglich was zu gucken. Ja, aber es macht ja auch Spaß, das muss man ja sagen. Also ich suchte die Alpha 16 auch sehr extrem. Ja. Und ich habe das beim Solo eine Alpha 15 gehabt. Ich habe aufgenommen und ich hatte 20 Folgen auf Vorrat, die dann irgendwie nach und nach rausgekommen sind. Und ich war total hinterher mit den Kommentaren. Also das war kontraproduktiv sozusagen. Deswegen kürzer und jeden Tag ist. Oh, hier steht einer. Oh, der ist aufgestanden. Nein, ich habe nicht getroffen. Hazmat. Oh, und zwei. Ja. Okay. Er kommt. Der Yuppie. Ja, ja. Yuppie. Die Anzugträger. Okay. Okay, tot. Ich kann den wieder nicht aufnehmen. Der stört. Loote den mal bitte. Ja, ich bin auch voll. Und ich guck mal, was der hat. Ist noch ein Wasser. Machen wir uns hier unseren Safe Room rein. Ja. Ich hab, dann hast du eine Bedroll? Ja, habe ich gemacht gehabt. Ich hab irgendwie zwei Stück in der Tasche. Dann machen wir hier eine rein. Am besten hier so in die Ecke, genau. Alles klar. Dann machen wir hier eine Tür rein und machen hier das Fenster zu, oder? Ja. Oder machen wir direkt eine Tür rein, also dass wir eine Seite zumachen. Ja, warte, Tür reicht, hier oben brauchst du. Das können wir eher aufmachen als Fluchtweg. Ja, ich wollte hier eine Tür reinmachen. Also, dass wir in den Außenbereich kommen, dass wir den Außenbereich absichern. Ne? Machen wir einen symbolischen Eingang. Dann würde ich den. Ja, ist die Frage, können wir hier, wenn wir eine Tür reinsetzen, die sitzt ja nicht außen. Dann machen wir den anderen Fenster auch noch raus. Den anderen Fenster. Die andere Fenster. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal runter und sichern die Hütte ab für die Nacht. Ja. Ich mache eine Kiste, die hänge ich irgendwo hier hin. Und wir können die Küche auch noch looten. Ja, ich werte nur kurz die. Ich setze hier nur Woodframes rein. Und werte die auf. Stimmt, Quest. Okay. Okay. Verdammt. Oh, oben das Fenster ist ja ganz weit offen. Ich mache mal eine Küchenkiste. Wie gehen wir unten raus? Machen wir später den Haupteingang. Nageln wir ein, ne? Ja. Also jetzt wird erstmal, ich glaube, noch nicht so viel passieren in der ersten Nacht. Naja, zumindest die Fenster zu, dass man uns nicht sieht, wa? Ja. Genau, Licht ist auch ein Riesenfaktor jetzt. Ich habe es nicht gewusst, habe einen Hund angeleuchtet und der hat mich dann mal eben schnell... Weggemacht. Verfolgt. Nee, ich mach jetzt gewonnen, aber... Ich mache erstmal die unteren Fenster zu. Oh, ich habe schon kein Holz mehr. Wie viel haben wir denn? 21.18 Uhr, wir kommen nicht mehr raus. Ahaha, hast du noch Holz? Wo können wir denn ich nehme die Stühle. Ich scrap die Stühle schnell. Genau. Ich will nicht gerade Woodframes, wo können wir die denn gut gebrauchen? Mach die einfach mal hier hin. Schwachstelle. Und ja? Kein Holz mehr. Wo sind wir rein? Wo war das? Das habe ich schon zugemacht. Okay. Wir müssen nur noch hier vorne die unteren, wobei wenn wir uns unten nicht zeigen... Ich mache mal die Treppe so ein bisschen weg hier unten. Ja, da helfe ich dir. Das gibt ja auch nochmal Holz.
Jetzt bin ich mal gespannt, wo der Händler ist. Wir sind jetzt vom Startpunkt. Okay, so weit war es gar nicht. Noch 1,2 Kilometer weg. So, Axt kaputt. Wollen wir die scrappig? Dann machen wir noch weiter weg, oder? Ja, ich muss dann mit dem Aufwerten. Wir müssen noch einmal noch, würde ich sagen, damit sie drunter durchgehen, damit sie nicht gegenrennen. Da draußen schleicht jemand. Aber undetected, alles gut. Das hat so, wenn du im Haus, wenn du im Haus drin bist und du machst es nicht komplett leer von Zombies her, dann spawnen die immer wieder. So, ich habe jetzt die unteren Fenster zu. Dann ist schon mal der Sichtpegel. Ganz okay. So, wir machen einen Woodframe hin, um einen mit einem Abstand. Das geht doch noch, oder? Die Geschichte. Das geht ja. Ja, alles klar. Achso, die Zombie muss man, Leichen muss man nicht mehr wegmachen, habe ich gehört. Ja, ich mache sie weg wegen Knochen. Ja. Knochen gleich Duct Tape. Warte mal. So? Mhm. Nehmen den einen hier weg und dann. Dann setze ich uns mal eine Fackel hier oben. Entgegen. So, eine Kiste ist hier unten. Machen wir eine zweite Kiste oben, ne? Ja, wir würden die vorne noch in die Decke kleben, oder? Machen wir die hier so hin? Machen wir das als. Guck mal hier, dass wir das so hier hinstellen? Ja, können wir die Fortune machen auch. Ach, guck mal, Kiste. Ja. Jetzt kommt ein Sofa. Ein Ofen. Ein Fridge? Ach, vielleicht ist da ja ein Topf drin. Yay! Topf. Echt? Ja. Wie geil ist das denn? Brauchst du Knochen für ein Bone-Schiff? Wollen wir unser. Nee, hab ich. Wollen wir unser Lager. Habe ich ja. Dadurch, dass ich auch einen Zombie zer. So, ich mach nur einen. Wollen wir hier das Lagerfeuer drauf machen? Mhm. Ist das Schrottenflash? Nimm das weg. Na, ich muss es rausschmeißen. Ich hab keinen Platz mehr. Ich muss kannst mal. Kannst du nicht setzen oder was jetzt? Nee, ich habe keinen Platz im Inventar. Warte mal, ich nehme die Dingsseeds weg. Klick. Und den Cotton nehme ich weg. So, dann mache ich uns mal ein Campfire, wa? Ich habe nämlich nur noch 3 Steine, das reicht nicht. Warte mal, wir können unser Landclaim-Block scrappen. Wir sind ja, ne? Da haben wir wenig Scrap-Iron. Stimmt. Geht nicht, kann ich nichts hinsetzen. Weil die Schräge darüber als Block gilt. Ach so. Dann die Schräge wegnehmen. Ja, machen wir einfach hinten dann nachher 2 normale Blöcke. Das sieht von außen ein bisschen komisch aus dann, aber... Ach nee, guck mal, da ist sogar... Noch was davor. Dach hinter, alles gut. So, dann jetzt kann ich setzen. Da, Topf rein. Ich habe sogar einen Grillrost. Warte jetzt, you gehören spending skill points, sagt er jetzt. Wollen wir uns absprechen, würde ich auf Werkzeuge... Ne, wir sollen erstmal auf Ausdauer, hat er gesagt, ne? Ausdauer, ja. Ausdauer wäre super. Wie heißt der Tyranno? Ne, den gibt's gar nicht mehr. Wie hieß der denn? Was war denn Ausdauer? Hab ich noch gar nicht geschaut, warte mal. Ich mache einmal Toolsmithing auf jeden Fall. Ja gut, dann brauche ich es ja nicht machen, ne? Boah, genau, das können wir aufteilen, das ist gut. Man kann sich jetzt nämlich auch verskillen. Dann würde ich sagen, dann gehe ich auf Weaponsmithing, oder? Dann haben wir einen besseren Bogen. Ja. Okay. Ich mach Werkzeuge, du Waffen. Ja. Machen wir so. Und dann schauen wir mal. Sexual Tyrannosaurus. Genau, das habe ich gesucht. Danke. Genau. Ja, 5 Punkte brauchen wir, die habe ich nicht. Aber schnelle Ausdauer. Aber ich würde sagen, dann mache ich uns mal 2 neue Bögen. Gerne. Bad Mechanics soll auch sein. Oh, Mining Tools. Miner 69er. Ja, ah, gut, ich meine, wir sind am Anfang, ne? Also. Ja. Dann mache ich mal. Ja, ich habe. Wenn ich kann, kann ich nicht. Ich drop mal hier hinten. Hier, ich mache in die Kommode. Mache in die Kommode, wie das klingt. Nein, ich mache in den Nightstand, mache ich jetzt einen Bogen rein. Okay. Hast du noch Steine eventuell? Ich habe noch Steine. Bin ich blind? Habe ich die alle verbraucht? So exakt, dass ich... Nö. Eine Kiste. Ich habe keine Steine mehr. Ich habe ein Steinfeuer gemacht und... Ein Steinfeuer. Jetzt rede ich schon wie die Frau. so, warte mal. Bacon and Eggs kann ich uns machen. Super. 1. Ich schmeiß hier oben in die Kiste mal so ein bisschen Stuff rein. Ja, genau. Wo hast du die hin? Da oben, ja. Perfekt. Das ist genau richtig.
das nehme ich mit. Das, das, das. Und das und das. So. Oh, draußen. Wir müssen erstmal reinsortieren später, war das das genau. Inventar ein bisschen. Scrap Iron rein? Ja. Ja, alles rein. Na, mal Gras und so, diese Grundnahrungsmittel nehme ich aber nicht. Die Pille lasse ich irgendwo. Nee, ne? Ich habe keine Steine, oder habe ich es übersehen? Ja, wir brauchen Schnee. Wir haben ja Schnee zum Glück hier. Das heißt, wir haben Wasser. Wasser, da müssen wir nicht weit laufen. Ja. Wir haben alles hier. Da ist Wald, da ist und da unten ist Gras dann, glaube ich. Eigentlich ganz gut, ne? Wir sitzen gut hier. Wie heißt denn der Seed? Weißt du es aus dem Kopf? Zombie-Zentrum. Super. Falls das die Zuschauer wissen wollen. Falls jemand nachspielen möchte oder mitspielen möchte. Genau. So, Animal Fat, den Bogen hier unten rein, Essen, Water, leeres Glas, Stoff, Woodframe lasse ich mal so, Bandage, denke ich, ja, passt. So, Aufgang zum Dach, ne? Wäre schon mal... Ja, sollen wir hier drin? Wo, hier drin oder draußen? Hier drinnen, hier so. Hier ist so schön. Hier so? Wenn man reinkommt, gleich rechts und dann hoch? Ja. Okay, wir haben aber nicht genügend Holz. Ich habe 17 Holz, ich glaube, das... Ja, ich habe auch nichts. Ich habe noch... Ich habe auch 17. Na, warte mal, ich guck mal, was ein Ladder kostet. Damit wir was in der Nacht hier noch anstellen können. Wooden Ladder. 6. Kostet 6, das heißt, wir kriegen 3 hin. Ich krieg 2. Ich habe auch noch 3 Woodframes. Okay. Dann scrap ich die jetzt mal. Wir müssen auch nicht unten ansetzen, wir können ja einen Block höher anfangen. Wir können ich kann 4. Zwei anfangen, warte mal, so. Wir sollten die Leiter genauso absichern wie den unseren Rest, ne? Das, nee, das wird nichts. Also, die muss noch einen tiefer, ja. Hol mal die Fackel hier rein, oder? Damit wir sie auch sehen, weil... Oder hast warte, du deine ich hab, Fackel? Ich habe ja auch noch eine. Das ist gut. Oh, oh. Hunted, warte. Hocke. Also, Zombies werden jetzt auch von Licht angezogen, habe ich gehört. Ja, dann ey, kannst du Digga. Den treffen. Ja. Patsch. So, dann kümmere ich mich mal aufs Dach kommen. Ich hab noch 5 Pfeile. Warte, ich geb dir. Der rennt schnell. Komm her, komm her. 23, ich droppe jetzt komplett meine super. Pfeile. Danke. Also ich setz noch einen tiefer, die Dings, ja? Okay. Ich krieg der kommt, glaube ich, jetzt unten rein. Freund, du bist schon drin. Ja, wie schnell war der denn? Na, so ist gut. Töte ihn. Kriege ich ihn wenigstens. Na? Der haut ab. Ich sehe den Himmel. Ich sehe die Milchstraße hier oben. ich glaube, machen wir noch eins höher. Ach komm, hier eine Leiter haben wir noch. Das langt noch. Ja, wo ist der Bastard? Der ist abgehauen. Der ist immer hier drin. So, ich bin auf dem Dach. Okay, super. Ich komm mal gucken. Ja, hier unten ist ein fetter. In die Hocke, in die Hocke, in die Hocke, in die Hocke. Da unten. Ja, der ist ja genau. Den hab ich gerade schon mal erwischt. Das ist der Dicke, der war das. Ach so. Ja, ja, der war auch schon drin. So. Ja, hau ab. Ansonsten, ich habe nur also noch Steine. Ach nee, du hast auch keine Steine. Warte, 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 lass ihn. Lass ihn. Ah, der läuft ziemlich beschissen. Martin, dumm, komm mal zu dumm, mir hoch. Dumm. Vielleicht beruhigt er sich dann. Der wart ihn. Minja, ich bin undetected. Also, obwohl ich den getroffen habe. Na dann. Na, lass ihn mal. Oh, guck mal, Richtung Osten, der Grand Canyon. Was? Wo? Der da Anfang drüben, zumindest. Ja. Sieht gut aus. Ansonsten ist das Gebiet relativ hügelig, ne? Ja. Aber finde ich jetzt nicht so verkehrt. Hatte ich bei mir im Solo aber auch. Also es war nicht viel flach. Ich glaube, das liegt daran, wie viele Buchstaben du im Seed hast, hat mal jemand geschrieben. Echt? Ja. Wenn du einen Seed hast, der relativ lang ist, dann hast du mehr Hügel. Okay. Auf der anderen Seite siehst du halt nicht alles auf den ersten Blick. Finde ich auch nicht verkehrt. Ja. Und die Weitsicht ist echt schon gut. Also du kannst eine ganze Stadt, siehst du schon echt auf ein paar Kilometer. Den zerschlagen mit der Faust? Ja, ich brauche noch einen Stein, dann könnte ich meine Axt reparieren oder eine neue machen. Ja, guck mal, ich habe doch eine Axt, dann klippe ich doch damit drauf ein. Oder so. Gibt es Steine? Ja. Super. Dauert zwar, aber es gibt Steine. Ach, ich könnte auch mal eine kaputte scrappen, ne? Dödöm. Ja. Morgen. So, sie kommt. Ja,
50er. Wenn du deine Axt scrapst, dann kann ich dir sogar eine neue machen. Die ist dann Level 50. Ja, ich hab Steine. Achso, du hast. Okay. Ich glaube, hier oben ist es doof. Ja, insgesamt, wir können auch reingehen. Was macht der Zombie da unten? Och, der läuft im Kreis. Hat Spaß. Na gut. Wo ging's denn rein hier? Hier, andere Seite. Also beziehungsweise hier, an der Kante. Hier. Können wir noch schöne Klappe drauf machen und einen Dachgarten anlegen. Oh ja. So, ich hab's dir in den Medizinschrank gelegt. Donkey. Die Axt. Hier ist die Betten echt. Können wir mal zerkloppen. Piano. Genau, wir bräuchten halt Short Iron Pipes jetzt. Eine habe ich in die Kiste draußen reingelegt. Yay. Mit dem Leder müssen wir besorgen, wa? Ja. Aber wir sollten am nächsten Tag mal gucken, ob wir irgendwie eine kleine Stadt finden oder so. Ja, absolut. Und Forge wäre so das nächste Ziel. Also Haus absichern, also von wegen mit Türen rein und so weiter, wäre auf jeden Fall was. Und genau, und vor die Türen halt ein paar Spikes. Also ein großes Haus haben wir, ne? Aber gut, wer weiß, was wir vorhaben. Wer weiß, wo uns diese Staffel hinführt. Genau, und wie es weitergeht, meine Lieben, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Nämlich morgen. Genau, morgen. Richtig. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.